Ja, und hallo meine Freunde zur weiteren Runde Dying Light. Wir werden hier den nächsten Mast erklimmen. Wir stellen uns ja gerade ziemlich lustig an. Wir können hier hochklettern. Das machen wir jetzt auch mal. So, Kletterpassagen, die sind nicht gerade so der Bringer. Mal gucken. Auf jeden Fall wird bestimmt hier oben wieder so ein Zombie rumhängen. Ich werde immer auf Nummer sicher gehen, auch wenn das hier abgesichert ist. Wir haben nämlich keine Medikits, wir können nichts mehr herstellen. Und jetzt hier lang dran springen. Das ist gesichert. So, naja. Sind wir irgendwo hier andersrum? Ja, ja. Hutu, so. Auf hinauf. Nutzen. Warum einfacher? Okay, hier dran. Ja, wahrscheinlich haben sie es eingebaut, weil es sonst zu eintönig wird und nur zu schnetzeln. Also muss mir unbedingt noch ein bisschen klettern. Vielleicht die Scheißkletterei war's wert. Das ist offen. Da hätte ich jetzt dagegen springen und da hält mich fest. Aber. Auch mein Controller macht jetzt etwas. Warum auch immer. So. Cool. Das machen wir jetzt noch, ey. Ich weiß, dass er mich schnetzeln kann. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Hey Karim, der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. So. Neuer Überlebungsraum. Ey, was bin ich denn? Ich will noch down. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Glumsch. Das sind zwei, ja? Kann ich eigentlich ausschalten. Oh, nee! Was bringt mir das denn? Ah. Jetzt. Kommt mir irgendwas Gutes. Noch kein Geld. So, die Rotz haben wir auch schon fast vergessen. Zurück. Boah. Wollen wir auf jeden Fall hier rumgucken. Ob ich irgendwas finde. Du warst das, oder? Rahim? Die Antennen. Brecken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Zara und Dr. Camden. Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Geil, oder? Hier auf jeden Fall Platz.
So. Nee. Ey, sehr schön. Kaffee. Ich habe ein Paket gestohlen. Na gut, warum auch nicht? So, oh nein! Was ist denn? Haben Sie einen Panzer da oder was? Schnell, 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 schnell. Gehen wir hier rein, gucken, ob hier irgendwas drin ist. Scheint das zu sein. Geld, das ist schon Geld. Zahlung abholen, na gut. So machen. Ah. Schloss knacken. Oh. Ja, irgendeine Waffe oder was drin. Ach. Wieso steht er jetzt auf? Oh, komm schon. Down, wieder. Nein! Och nö! Hey Crane, hast du mal kurz Zeit? Ich hab hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Hä? Wer? Ist da Kyle Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich führe eine kleine Gruppe Überlebender in Sektor 0 an. Wir nennen uns die Glut. Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Nun, ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Tja, gern geschehen. Sollten Sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen Sie es uns wissen, Crane. Crane. Ach man, naja, das wäre Landmann. Scheiße. Der Job ist erledigt. Jetzt muss ich zurück zu Raiz und das Antizin holen. Na ja, gut. So, Raiz, gib mal ein bisschen Zeug. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen.
die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Naja. Gib mir ein bisschen was davon. Na. Tja, es war aber doch klar, dass das nicht so ein. Dass er nicht so leicht zu begeistern ist, ne? Dass wir noch ein bisschen was tun für den. Und ich muss jede Chance nutzen, an das Antizin zu kommen. Dieses Mal soll ich für ihn Schutzgeld von den Siedlungen im Umkreis eintreiben. Danach sollte er mir besser die Medizin geben. So. Ah, ich hab Punkte. Ach mal, wieso drücke ich schon immer Optionen? Ja, na klar. Lebenskraft, sagen wir hier. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit mit Herstellen von Gegenständen. Sie können aus den gleichen Mengen mit drei mehr Gegenstände herstellen. Feilschen Sie besser. Ladenpreis sinkt um 10%. Lass das mal machen. So. Jetzt Kraft, was haben wir da noch? Der Tritt wäre auf Englisch ganz gut. Je fitter sie werden, desto mehr Schaden können sie absorbieren. Werfen sie eine beliebige Nahkampfwaffe auf Gegner, um massiv Schaden zu verursachen. Tippen sie zweimal R3 an, um zu zielen. Drücken sie dann R2, um zu werfen. Machen aber erst einmal diesen Tritt. Es besteht eine 10%ige Chance, dass sie ihren Gegner mit einem Tritt ausnocken. Bewusstlose Feinde sind einfacher zu töten. Drücken sie für einen K.O.-Tritt. Das war mal eher der Fall. So. Ja. Jetzt kommt die Kumpan drin an. Hier. Einfach weggeschmiert. Nein, nicht so gut, dass ich mich gleich jetzt hier. Bin ich auf jeden Fall gefangen. So, Mann, das war aber auch ziemlich dämlich von mir. Das hätte ich eigentlich gleich machen können. Naja. Du Typ. Boah, wieso sind denn so viele? Wahnsinn. Der hat eine Waffe in der Hand. Den Arm abgesenzt. Ey, da kommt einer angerannt. Aber übelste Sorte. Och. Mann, es waren einfach zu viele. Ich trottel. Ich trottel! Wieso gerade der Sangre? Der hat mir Angst gemacht, du! Ja, gut, das war ziemlich peinlich. Ich renne jetzt mal nicht da lang, ich renne jetzt mal hier rein. Ist ja krass, dass hier so viele sind. Oh, wieso kommt mir einer so angerannt? Was ist Wahnsinn! Oh. Wo habe ich meine Blubberblase? Komm ich wieder raus? Komm ich wieder raus? Toll! Da schwimmst du hier bis sonst wo hin und dann... zurückschwimmen. Gut, meine Freunde. Das Video ist auch gleich vorbei. Ich werde mich auf jeden Fall schon mal in aller Ruhe verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Es geht natürlich schon nicht ganz so voran, habe ich so das Gefühl. Irgendwie ist es auch immer.